Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mal wieder zuschaut. Ja, heute geht es um das Thema Firmware-Update. Wie bekomme ich das Firmware-Update auf meinen Powerline-Adapter? Im Prinzip ist es egal, welcher Adapter es ist von Fritz. Es funktioniert so ähnlich. Ich habe jetzt hier das 1260E-System, bestehend aus dem 1260E-Adapter. Und einmal den 1220 E-Adapter. Um jetzt quasi das Firmware-Update zu installieren oder auf den Adapter zu bekommen, müsst ihr als allererstes natürlich eure Adapter in die Steckdose stecken und den 1220 E-Adapter mit dem Router verbinden. Ihr müsst allerdings auch entweder WLAN-Zugriff haben auf dem 1260 E-Adapter oder den halt mit dem Netzwerkkabel und dem Laptop dann verbinden. So, wenn ihr das alles gemacht habt, dann können wir über die Bedienoberfläche, also das heißt, ich muss einen Browser öffnen und gehe dann über die Bedienoberfläche oder bekomme Zugriff auf die Bedienoberfläche, und kann dort dann das Update installieren und ja, wie das Ganze vor sich geht oder wie das Ganze gemacht wird, das zeige ich euch jetzt hier am PC. Und da würde ich euch bitten, schaut euch das genau an, dann wird das auch bei euch funktionieren. Ja, viel Spaß dabei. Ja, um den Adapter jetzt abzudaten, geht ihr wie folgt vor. Ihr öffnet einen gewöhnlichen Browser und gibt jetzt oben ein http doppelpunkt doppel slash fritz.powerline und Enter drücken. So, dann kommt ihr auf die Seite der Benutzeroberfläche, quasi im Adapter. Und jetzt kann es sein, dass ihr zum ersten Mal hier auf dieser Seite seid. Da müsst ihr jetzt ein Passwort festlegen, also eins, was ihr individuell gestaltet. Aber bitte merkt euch das gut, schreibt euch das auf, weil sonst kommt ihr ja auf den Adapter nicht wieder drauf. Es sei denn, ihr habt das Passwort vergessen. Ja, kann ja auch der Fall sein. Oder ihr habt den Adapter gebraucht gekauft und der Vorgänger hat euch das Kennwort nicht übergeben. Dann müsst ihr quasi ein Reset machen, den Adapter auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wie das funktioniert, das könnt ihr euch hier in dem Video, was jetzt hier oben rechts eingeblendet wird, anschauen. Ja, okay. So, ich kenne aber mein Passwort und ja, ich gebe es jetzt mal ein. So, Enter. Dann kommt hier nochmal so ein Fenster, da kann man das Passwort speichern. Ich will das aber nicht speichern. Don't save. So, okay. So, dann habt ihr hier die Benutzeroberfläche. Das ist einmal hier die Übersicht. Dann seht ihr hier eure Adapter oder den einen jetzt hier bei mir in meinem Fall. Ja, da habt ihr ja verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen aber jetzt nur den Adapter quasi updaten. Dafür gehen wir hier unten auf den Reiter System und scrollen runter, bis hier unten steht Updaten. Ja. So, dann können wir hier unten rechts neues Fritz OS suchen, anklicken und da sagt er mir, aktuell hat mein Adapter das 07.21 installiert und es gibt ein neues, das ist das 07.27. Dafür geht ihr jetzt einfach hier unten nur auf Update starten und dann wird die neue Software runtergeladen und in dem Adapter integriert. Das dauert einen Augenblick, das warten wir jetzt noch ab. Hier sieht man auch schon, was das Update hier für Neuerungen hat. Die automatische Einrichtung einer LAN-Verbindung des Fritz Powerline zu einer Fritzbox. LAN-Brücke in Klammern mit Mesh verbessert. Verbessertes Powerline-Netzwerkmanagement und optimierte Mesh-Integration in der Fritzbox-Bedienoberfläche, verbesserte Stabilität und Leistung bei WLAN und Powerline. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, wenn jetzt euer Gerät jetzt instabil läuft oder es läuft nicht so gut.
dann kann das schon sein, dass durch dieses Update hier quasi euer Problem behoben wird, was ja sehr wünschenswert wäre. So, jetzt überträgt er gerade, also das war jetzt eben die Phase, wo die Aktualisierung runtergeladen wurde. Jetzt wird die Software übertragen auf den Adapter. Das dauert ein bisschen. So, und danach, wenn das dann beendet ist, dann kehren wir dann automatisch zur Bedienoberfläche zurück. So, nach dem Update erscheint ja wieder hier diese Anmeldemaske. Da gebe ich jetzt mein Passwort ein. Ja, dann komme ich hier wieder in die Übersichtsmaske und oben seht ihr jetzt aktuelle Version, die 7.27, also das Update hat funktioniert. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ihr geht jetzt bitte mal unten nochmal auf System, auf Update. Hier seht ihr dann genaue Uhrzeit und Datum, wann das letzte Update installiert wurde und auch die Version. So, was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist hier dieser Reiter Auto Update. Hier könnt ihr nochmal individuell einstellen, welche Stufe ihr haben wollt. Stufe 3 zum Beispiel ist, ja, dass alles im Hintergrund automatisch abgegradet wird. Und dann braucht ihr euch eigentlich um gar nichts zu kümmern. Ich bevorzuge allerdings hier die Stufe 1, weil ich sage jetzt immer, never change a running system. Das heißt, wenn ich hier Adapter habe, die wunderbar funktionieren, ich habe kein WLAN-Empfangsproblem, ich habe keine Verbindungsabbrüche, es gibt kein Ruckeln im Internet, also es läuft alles super, dann sage ich immer, wieso soll ich jetzt unbedingt ein Update machen? Bei mir kommt das vielleicht eher dann in Frage, wenn es jetzt irgendwelche neuen Features gibt in der Software, die man vielleicht noch sinnvoll nutzen kann oder so, dann würde ich das auch noch als sinnvoll sehen, dass ich da jetzt eventuell noch ein Update mache. Es könnte ja auch sein, dass das Update ja nicht unbedingt besser ist, sondern mein Adapter irgendwie auch verschlechtert. Das hat es ja auch schon in der Vergangenheit bei ja, diversen Hardware-Gerätschaften gegeben. Also, aber das muss jeder selber entscheiden. Jedenfalls, wenn ihr eure Stufe anwählen wollt, dann klickt ihr hier auf den Punkt jeweils und geht dann hier unten auf Übernehmen. So, ich gehe natürlich wieder auf meine Stufe 1, Übernehmen und dann bleibt mein Adapter so bestehen. Ja, und dann sind wir auch hier schon wieder am Ende meines Videos. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Es hat euch gefallen, dann bitte Daumen hoch. Ja, wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch direkt Bescheid. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.